Beträchtliches Potenzial sehen wir zudem im Ausbau des Geschäfts mit innovativen Mobilitätsdienstleistungen. Mit Car2Go sind wir der weltweit am schnellsten wachsende Anbieter auf dem Carsharing-Markt. Seit Januar 2012 hat sich die Zahl unserer Kunden etwa verfünffacht. Schon heute sind es über 300.000 in 18 Städten Europas und Nordamerikas. Auf die intelligente Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsoptionen zielen wir mit unserer Mobilitätsplattform Moovel. Sie zeigt ihren Nutzern per Smartphone-App, wie sich unterschiedliche Verkehrsmittel kombinieren lassen, um optimal von A nach B zu kommen. Ganz gleich, also ob Car2Go, Mitfahrgelegenheit, Taxibus, SU oder Straßenbahn, Moovel informiert über die besten Verbindungen. Seit einigen Monaten läuft Moovel nun in Berlin und Stuttgart. Damit sind wir der erste Automobilhersteller, der eine so umfassende, vernetzte Lösung für urbane Mobilität anbietet. Wenn Sie möchten, können Sie Moovel gleich hier und heute im ICC am Schalter von Daimler Financial Services ausprobieren. Um das Geschäft mit Mobilitätsdiensten weiter auszubauen, haben wir eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die Daimler Mobility Services GmbH. Bereits im nächsten Jahr wollen wir mit ihr die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro übertreffen. Auch bei Daimler Financial Services ist Wachstum also das Gebot der Stunde. Und viel spricht dafür, dass unsere Dienstleistungssparte ein weiteres erfolgreiches Jahr vor sich hat. Was bedeutet das alles nun für die voraussichtliche Geschäftsentwicklung des Gesamtkonzerns? Seit Jahresbeginn ging die Nachfrage in den europäischen Truck- und Pkw-Märkten, wie erwähnt, stärker als erwartet zurück. Auch in den kommenden Monaten erwarten wir wenig Rückenwind. Insbesondere für die Lkw- und Pkw-Märkte in Europa gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Deshalb werden wir zu überprüfen haben, ob unsere bisherigen marktbezogenen Annahmen für 2013 noch Gültigkeit haben. Was unsere Geschäftsentwicklung betrifft, rechnen wir dank der Verfügbarkeit wichtiger neuer Produkte und laufender Effizienzprogramme für das zweite Halbjahr mit Ergebnissen, die über dem Niveau der ersten Jahreshälfte liegen. Bei der Berichterstattung für das erste Quartal werden wir uns wieder zu unseren Markt- und Ergebniserwartungen für den Konzern und die Geschäftsfelder im Gesamtjahr äußern. Damit komme ich zu unserer langfristigen strategischen Ausrichtung. Wo wollen wir hin? Im Grundsatz habe ich das bereits zu Anfang beantwortet. Ganz nach vorne. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir das größte Wachstumsprogramm unserer Unternehmensgeschichte gestartet. Daimler wächst mit höherem Tempo, auf breiterer Front und in mehr Märkten als je zuvor. Die Grundlage dafür sind umfassende Produktoffensiven in allen Geschäftsfeldern. Wir erweitern unsere Modellpaletten, schaffen neue Segmente und gehen passgenau auf regional unterschiedliche Kundenwünsche ein. Bei den Pkw planen wir ab 2015 mindestens 1,6 Millionen Autos der Marke Mercedes-Benz zu verkaufen und spätestens ab 2020 auch beim Absatz an der Spitze des Premium-Segments zu stehen. Bei den Lkw wollen wir unsere Führungsrolle weiter stärken. Mit über 500.000 verkauften Einheiten im Jahr 2015 und mehr als 700.000 im Jahre 2020. In den übrigen Geschäftsfeldern stehen die Zeichen ebenfalls auf Wachstum. Genauso klar sage ich aber auch, wir wollen nicht um buchstäblich jeden Preis wachsen, sondern nachhaltig profitabel. Mittelfristig streben wir für unser Fahrzeuggeschäft über die Markt- und Produktzyklen hinweg eine durchschnittliche Umsatzrendite von 9% an, mit entsprechenden Zielrenditen in den einzelnen Geschäftsfeldern. Um das zu verwirklichen, haben wir die Wachstumsstrategien aller unserer Geschäftsfelder, wie erwähnt, um wirksame Effizienzprogramme ergänzt. So ist bei den Pkw unser Effizienzprogramm Fit for Leadership integraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie Mercedes-Benz 2020. Kurzfristig geht es hierbei vor allem um Ergebnissicherung, beispielsweise durch Effizienzsteigerungen in der Produktion oder beim Material. Bis Ende nächsten Jahres wollen wir damit unsere Kostenposition nachhaltig um rund 2 Milliarden Euro verbessern. Etwa ein Drittel dieser Verbesserungen streben wir bereits für das laufende Jahr an. Mindestens so wichtig ist aber die langfristige Komponente. Mit ihr zielen wir darauf ab, unser Geschäftssystem strukturell zu optimieren. Was heißt das? Unsere bestehenden Strukturen sind historisch gewachsen. Aus guten Gründen, aber in einer anderen Zeit, unter anderen Voraussetzungen. Heute haben wir es mit einer Vielzahl neuer Anforderungen zu tun.
Geografisch setzt sich die Wachstumsverlagerung in die neuen Märkte fort. Technologisch geht der Umbruch in Richtung Elektromobilität und digitale Vernetzung weiter. Politisch wachsen Zahl und Vielfalt der einzuhaltenden Vorgaben. Kundenseitig werden die Ansprüche höher und differenzierter. Marktseitig verschärft und globalisiert sich der Wettbewerb nochmals. Dabei betreten auch Anbieter aus den neuen Märkten das Spielfeld. Alles zusammen ergibt ein Anforderungsprofil, dem kein automobiles Traditionsunternehmen gerecht werden wird, das bestehende Strukturen unverändert lässt und lediglich erweitert. Notwendig ist deshalb ein Geschäftssystem, das Bestehendes zukunftsorientiert weiterentwickelt, effizient mit neu hinzukommenden Ressourcen verknüpft und das so entstehende Ganze global optimiert. Um diese Art von Geschäftssystem geht es uns. Ein hochflexibler Gesamtverbund aus weltweit integrierten Entwicklungs-, Einkaufs-, Produktions- und Vertriebsfunktionen. Und das alles gilt natürlich nicht nur für Pkw, sondern analog auch für unsere Nutzfahrzeuge. Bei Daimler Trucks haben wir daher unsere Global Excellence Strategie mit der Initiative Daimler Trucks No. 1 verstärkt. Auf diese Weise wollen wir Absatz, Marktanteile und Profitabilität in allen Regionen weiter erhöhen. Darüber hinaus zielen wir auf Synergie- und Skaleneffekte durch die noch stärkere globale Vernetzung von Daimler Trucks. Insgesamt versprechen wir uns von Daimler Trucks No. 1 bis Ende 2012 einen positiven Ergebnisbeitrag von 1,6 Milliarden Euro. Auch in den anderen Geschäftsfeldern laufen vergleichbare Programme. Insgesamt wollen wir unsere Kostenposition im Konzern bis Ende nächsten Jahres um 4 Milliarden Euro verbessern. Soweit also unsere mittel- bis langfristigen Ziele. Lassen Sie mich anhand unserer strategischen Wachstumsfelder genauer erläutern, wie wir sie verwirklichen wollen. Seit mehreren Jahren nun haben wir bei Daimler 4 geschäftsfeldübergreifende Wachstumsschwerpunkte. Erstens die Stärkung unseres Kerngeschäfts, zweitens die Erschließung neuer Märkte, drittens den Ausbau unserer Führungsposition bei grünen Technologien und beim Thema Sicherheit sowie viertens die Umsetzung grundlegend neuartiger Mobilitätskonzepte wie Car2Go, gestützt auf Innovationen an den Schnittstellen von Mobilität und digitaler Vernetzung. Das Fundament für all das sind natürlich gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das Thema Team und Werte hat für uns deshalb hohen Stellenwert. Ich werde nachher ausführlicher darauf eingehen. Zunächst aber zur Stärkung unseres Kerngeschäfts. Das A und O in diesem Wachstumsfeld sind die Erneuerung und Erweiterung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots. Bei dem Pkw der Marke Mercedes-Benz werden wir bis 2020 insgesamt 13 zusätzliche Modelle auf den Markt bringen, Fahrzeuge, die es unserer bisherigen Modellpalette noch nicht gibt. Die künftige Sternenflotte wird also größer denn je sein. Teilweise definieren wir völlig neue Segmente. Der CLA ist dafür nur das jüngste Beispiel. Gleichzeitig wollen wir dem Wettbewerb in den bestehenden Segmenten Marktanteile abjagen. Dass das geht, macht die A-Klasse gerade vor. Und natürlich ist das ein zusätzlicher Ansporn. Auch für die nächste Produktneuheit, unseren kompakten Geländewagen, rechnen wir uns gute Erfolgschancen aus und auch gute Eroberungschancen. Gleichzeitig bereiten wir am oberen Ende des SUV-Segments ein schlagkräftiges Wechselargument vor. Ein besonders dynamisches Modell, das wir in unserem Werk in Alabama produzieren werden. Bei den Lkw folgt nach der Produktoffensive in Europa jetzt die Weiterentwicklung unseres Flaggschiffs für den US-Markt, der Freightliner Cascadia Evolution. Bei den Vans und Bussen kommen in den nächsten Jahren ebenfalls viele neue Modelle. Daimler Financial Services unterstützt das Geschäft aller Fahrzeugsparten durch attraktive Finanzierungs- und Leasingangebote und wird dazu seine Online-Präsenz ausbauen. Um unsere Produktoffensiven so effizient wie möglich zu gestalten, nutzen wir verschiedene Stellhebel. Zunächst machen wir unsere Produktionsabläufe noch flexibler, beispielsweise indem wir unser Fertigungsnetzwerk erweitern. Gleichzeitig setzen wir dort, wo es sinnvoll ist, auf Kooperationen. So werden wir unsere Motorenproduktion in den USA nicht allein angehen. Mit Renault-Nissan haben wir den richtigen Partner dafür. Ein weiterer Stellhebel ist eine konsequente Derivate-Strategie, sprich die Entwicklung von immer mehr Modellen auf ein und derselben Fahrzeugarchitektur.
Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Mehr Vielfalt für unsere Kunden und mehr Effizienz für uns. Nehmen wir das Beispiel neue Kompakte. Mit einem progressiven, markenprägenden Design wie beim CLA gewinnen wir neue Käufergruppen. Und dank der gemeinsamen Frontantriebsplattform sind unsere Kompaktwagen deutlich profitabler als die alte A- und B-Klasse. Gleichzeitig versichere ich Ihnen, davon profitiert auch die Qualität. Weniger Komplexität an Stellen, die für den Kundennutzen irrelevant sind, bedeutet auch weniger Fehleranfälligkeit und damit höhere Qualität. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Sie werden sehen, der CLA ist 100% Premium. Auch bei den Nutzfahrzeugen geht es um maßgeschneiderte Produkte. Der neue Arox bietet mit 14 Varianten eine für die Baubranche nie dagewesene Vielfalt. Dass sich das für uns rechnet, liegt an der zugrunde liegenden Plattform für Schwer-Lkw. Auf ihr setzen auch Actros und Antos auf. Unsere Fahrzeuge teilen sich aber nicht nur Plattformen, sondern auch Aggregate und Komponenten. Und auch hier können wir von einer Win-Win-Situation sprechen. Für unsere Kunden sind innovative Technologien schneller verfügbar, beispielsweise die Assistenzsysteme in der neuen S- und E-Klasse oder die Euro 6-Technologie in unseren Lkw und Bussen. Gleichzeitig profitieren wir auch von höheren Stückzahlen. Dieses Baukastenprinzip funktioniert übrigens auch über Geschäftsfeldgrenzen hinweg. Nächstes Jahr kommen die neuen Modelle unserer Midsize-Transporter auf den Markt und genau wie ihre Vorgänger teilen sie sich Motoren und Bauteile mit der C-Klasse. Unsere Produktoffensiven in allen Geschäftsfeldern sind aber nur ein Stellhebel, um wieder ganz nach vorne zu kommen. Genauso wichtig ist unsere Marktposition in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien und Russland. Damit bin ich bei unserem nächsten strategischen Handlungsfeld, der Erschließung neuer Wachstumsmärkte. Vor allem das Potenzial des chinesischen Marktes bleibt enorm. 2020 wird voraussichtlich jedes dritte Fahrzeug dort verkauft. Wer also global den Ton angeben will, muss auch in China stark sein. Tatsache ist, wir hatten dort lange Jahre eine gute Entwicklung. Tatsache ist aber auch, im letzten Jahr haben wir unsere eigenen Ansprüche nicht erfüllt. Die Ursachen sind erkannt, jetzt steuern wir gegen. Ganz wesentlich dabei die Neuordnung unserer chinesischen Geschäftsstrukturen. Unser Vertrieb haben wir bereits neu aufgestellt. Die bisher getrennt operierenden Vertriebsorganisationen für importierte und lokal produzierte Mercedes-Benz Pkw sind jetzt unter einem Dach gebündelt, genauer in einem gemeinsamen Unternehmen mit unserem langjährigen Partner Bike. Wir haben auch eine strategische Investition in Bike vereinbart. Damit beteiligen wir uns als erster ausländischer Fahrzeughersteller an einem chinesischen Pkw-Unternehmen. Gleichzeitig bauen wir unser Entwicklungszentrum deutlich aus. Dort kümmern wir uns vor allem um Fahrzeuganpassungen für den chinesischen Markt. Unser chinesisches Händlernetz stocken wir jedes Jahr um mehr als 50 neue Betriebe auf. Und auch die lokale Produktion wird ausgeweitet. Im Mai startet unser neues Motorenwerk in Peking. Unsere lokale Fahrzeugherstellung werden wir künftig um Kompaktwagen ergänzen. Der Kurs ist also klar. Jetzt gilt es, Fahrt aufzunehmen. Allein in diesem Jahr werden wir 7 neue oder modellgepflegte Mercedes-Modelle in China einführen. Dazu gehören die speziell für diesen Markt entwickelte Langversion der neuen E-Klasse, die neue A-Klasse und vor allem natürlich unsere neue S-Klasse. Nirgendwo sonst verkauft sich unsere Luxuslimousine so gut wie im Reich der Mitte. Mit dem Automobilgeschäft bauen wir auch unsere Finanzdienstleistungen weiter aus. Als erster Premiumhersteller bieten wir in China Leasing an. Bei aller Aufbruchsdynamik ist klar, durch keine dieser Maßnahmen wird sich das Blatt in China über Nacht wenden. Aber auch hier gilt, die Richtung stimmt und Schritt für Schritt werden wir den Maßnahmen Resultate folgen lassen. Dabei bedeutet unser China-Fokus nicht, dass wir andere vielversprechende Märkte aus den Augen verlieren. Nehmen wir Indien. 2014 werden wir dort mit insgesamt 17 Lkw-Modellen unserer neuen Marke Bharat-Benz im Markt vertreten sein. 2012 haben wir die Produktion der Schwer-Lkw gestartet. Seit Februar verkaufen wir die mittelschweren Modelle. Für unser künftiges Wachstum im indischen Automarkt verdoppeln wir in diesem Jahr zudem unsere Pkw-Produktionskapazitäten vor Ort. Und mit der neuen A-Klasse gründen wir das Premium-Kompaktsegment im dortigen Pkw-Markt. In Russland und Brasilien geht es beim Ausbau unseres Fahrzeug- und Dienstleistungsangebots ebenfalls voran.
In Summe gilt, unsere Kunden werden internationaler und damit auch unsere Produkte und unser Unternehmen. Das ist ein weiteres Beispiel für den Wandel, von dem ich eingangs gesprochen habe. In unserem dritten Handlungsfeld geht es um Veränderungen technologischer Art. Denn je mehr Autos es insgesamt auf der Erde gibt, desto umweltverträglicher und sicherer muss jedes einzelne werden. Wir werden deshalb auch unsere Technologieführerschaft ausbauen, beim Thema Sicherheit genauso wie bei den grünen Technologien. Zunächst grüne Technologien. Hier haben wir in den vergangenen Jahren in allen Geschäftsfeldern große Fortschritte gemacht. 2012 haben wir den CO2-Ausstoß unserer Mercedes-Benz-Cars-Flotte in Europa um weitere 10 Gramm auf nun durchschnittlich 140 Gramm CO2 pro Kilometer gesenkt. Bei den Premium-Pkw stellen wir in nahezu jedem Segment das verbrauchsärmste Fahrzeug. Das gilt für die Kompakten und die SUVs genauso wie für die Ober- und Luxusklasse. Unsere Lkw setzen in ihren Märkten den Maßstab in Sachen Verbrauch, ganz gleich ob Mercedes-Benz, Freightliner, Fuso oder Barat-Benz. Gleichzeitig sind wir im Nutzfahrzeugmarkt beim Thema Emissionsnormen weltweit führend, beispielsweise in Europa mit unseren Euro 6 Fahrzeugen in der gesamten Lkw- und Busflotte. Und wir drücken weiter aufs Gas. Bei den Pkw wollen wir bis 2016 mit unserer europäischen Flotte einen Wert von durchschnittlich 125 Gramm CO2 pro Kilometer erreichen. Dazu setzen wir neben hocheffizienten Verbrennungsmotoren verstärkt auf Hybridantriebe. So kommen ab der C-Klasse aufwärts in Zukunft alle unsere Modelle als Vollhybrid auf den Markt. Die neue S-Klasse wird auch als Plug-in-Hybrid mit 3 Liter Verbrauch erhältlich sein. Bei der Elektromobilität gehen wir unseren Weg konsequent weiter. Mit der B-Klasse Electric Drive und dem SLS AMG Electric Drive stehen die nächsten Serienfahrzeuge mit Batterieantrieb vor der Markteinführung. Gleichzeitig bündeln wir beim Thema Brennstoffzelle die Kräfte. Seit Januar arbeiten wir hier mit Nissan und Ford zusammen. Der Vorteil? Geteilte Entwicklungskosten, vervielfachte Volumina und in Summe verbesserte Chancen für eine groß angelegte Markteinführung. Das erste Fahrzeug mit einem gemeinsamen Brennstoffzellenantriebsstrang ist für 2017 geplant. Die Antriebstechnik ist aber nur ein Stellhebel für weniger Verbrauch. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Aerodynamik. Und unsere Pkw sind in nahezu jedem Segment Aerodynamik-Weltmeister. Der CLA ist mit einem CW-Wert von 0,23 das strömungsgünstigste Serienfahrzeug überhaupt. Und selbst wenn man beim Stichwort Aerodynamik vielleicht nicht gleich an Lkw oder Busse denkt, auch hier ist einiges zu holen. Der neue Actros zum Beispiel hat dank windschnittigem Design seinen CW-Wert um 10% verbessert. Unser neuer Setra Reisebus, die Comfort Class 500, verringert den Luftwiderstand durch eine in der Branche einmalige Technik. Ab einer Geschwindigkeit von 95 Stundenkilometer wird der Bus um 2 cm abgesenkt. Autofahren wird aber nicht nur grüner, sondern auch vernetzter, bis hin zum autonomen Fahren. Einen großen Mehrwert des vernetzten Autos sehen wir beim Thema Sicherheit. Spurhalteassistent, Bremsassistent, Abstandregler, all diese Systeme basieren auf großen Mengen von Sensordaten. Mit der Verknüpfung dieser Daten machen wir das Auto noch sicherer. Man könnte fast sagen, wir bringen unseren Autos bei, ihre Umwelt mithilfe von Radar und Videokameras zu erfassen, ähnlich wie Menschen es mit ihren Sinnen tun, nur deutlich schneller. Lassen Sie mich betonen, wir reden hier nicht über Forschungsfahrzeuge, wir reden über Serienautos. Mit der neuen E- und S-Klasse stehen dieses Jahr die ersten Fahrzeuge mit teilautonomen Funktionen in den Verkaufsräumen. Unsere Kollegen in der Entwicklung sind noch einen Schritt weiter. Vor ein paar Wochen haben wir Journalisten mit dem Prototyp einer selbstfahrenden E-Klasse auf die Autobahn geschickt. Das Auto hält nicht nur selbstständig Abstand, sondern überholt auch ohne Zutun des Fahrers. Ein Redakteur fasste den Selbstversuch anschließend mit den Worten zusammen: Der Mensch denkt, das Auto lenkt. Man sollte vielleicht hinzufügen, sobald der Mensch das Steuer wieder selbst in die Hand nimmt, hat er sofort die volle Kontrolle. Genau das ist unsere Philosophie. Entlastung ja, aber nur, wenn der Fahrer entlastet werden möchte, beispielsweise um das Fahren sicherer oder noch komfortabler zu machen. Wenn er Fahrspaß erleben und genießen will, fährt er natürlich selbst.
egal ob Landstraße oder Nordschleife. Emissionsfreies Fahren ist gut, unfallfreies erst recht. Und beides werden wir weiter vorantreiben. Emotionsfrei hingegen sollte das Fahren nicht werden und spaßfrei mit einem Mercedes schon gar nicht. Das ist unsere Vision vom autonomen Fahren und welche Möglichkeiten sie noch bereithält, dazu haben wir Ihnen einen ganz kleinen Film mitgebracht. Film ab. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Schon vor dem Parkhaus können Sie Ihr Fahrzeug per Smartphone vollautonom zum Parken schicken. Das spart Zeit und die lästige Parkplatzsuche. Nach Ihrem Termin lassen Sie Ihr Auto genauso einfach wieder vorfahren. Ein Befehl über das Handy, fertig. Sieht noch recht visionär aus, ist aber technisch bereits heute durchaus machbar. Vernetzung ist aber nicht nur die Basis für neue Technologien im Auto, sondern auch für komplett neue Geschäftsideen rund um das Auto. Das bringt mich zu unserem vierten Wachstumsfeld, die Gestaltung neuer Mobilitätskonzepte. Mieten statt kaufen, die Idee ist nicht wirklich neu. Mitfahrzentralen gibt es seit Jahrzehnten. Aber das Teilen über das Internet oder neudeutsch die Share Economy, das Motto der diesjährigen CeBIT, lebt zurzeit einen Boom. Denn mit neuen Medien lässt sich ein bekanntes Konzept intelligenter organisieren. So gehen Experten davon aus, dass die Zahl der Carsharing-Kunden allein in Europa von derzeit 700.000 bis 2020 auf rund 15 Millionen ansteigen wird. Mit Car2Go sind wir Pionier der geteilten Mobilität. Grund genug, um weitere Ideen rund um das Prinzip Teilen zu entwickeln. So werden wir das Car2Go-Konzept auf gewerbliche Fuhrparks übertragen. Schon seit Jahresbeginn bieten wir mit Car2Share eine Online-Plattform für das Vermieten privater Pkw an. Und auch für das gemeinsame Nutzen von Parkplätzen entwickeln wir derzeit eine intelligente IT-Lösung. Um nochmals auf meinen Eingangsgedanken zurückzukommen, auch Geschäftsideen wie diese werden Unternehmen verändern. Und bei einem bin ich mir sicher, sie kannibalisieren unser bestehendes Geschäft nicht, sie ergänzen es, entwickeln es weiter und erschließen neue Zielgruppen. Meine Damen und Herren, ich habe vorhin gesagt, Wachstum um jeden Preis ist keine Option für Daimler. Das bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen. Hier gilt Integrität ist das oberste Gebot für unser Handeln. Was wir konkret darunter verstehen, haben wir im vergangenen Jahr in unserer neuen Verhaltensrichtlinie definiert. Und wir bedeutet in diesem Fall eben nicht nur Vertreter des Vorstands, haben Vertreter des Betriebsrates getroffen. Wir bedeutet, dass tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche und Rangstufen diskutiert haben, welche Grundsätze für unser Handeln beim Daimler gelten sollen. Begriffe wie Eigenverantwortung, gegenseitiger Respekt, Transparenz und Offenheit wurden dabei immer wieder genannt. Sie sind als Leitmotive in die Richtlinie eingeflossen. Wenn man in einem global tätigen Unternehmen eine Kultur der Integrität etablieren will, kann neben dem Blick... Entschuldigung, würden Sie bitte die Störung unterlassen? Sie haben nachher ja ausreichend Zeit, in einer Wortmeldung Ihr Anliegen vorzutragen. Herr, bitte würden Sie weitere Störungen unterlassen, sodass Herr Zetsche seine Ausführungen beenden kann. Herr Zetsche, bitte. Sie brauchen nicht mehr lang warten. Ja. Wenn man in einem global tätigen Unternehmen eine Kultur der Integrität etablieren will, kann neben dem Blick nach innen aber auch der ein oder andere Anstoß von außen nicht schaden. Deshalb haben wir vergangenes Jahr unseren Beirat für Integrität und Unternehmensverantwortung ins Leben gerufen. Ihm gehören unabhängige, namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien an, nicht zuletzt auch Louis Free, dem Sie vorhin zugehört haben. Der Beirat wird uns mit seiner Expertise und Erfahrung bei der Verstetigung unserer Integritätskultur beratend begleiten. Denn auch wenn der Monitor geht, das Thema Integrität bleibt. Und es ist in unserem ureigenen Interesse,
im gesamten Unternehmen weiter an unserer Integritätskultur zu arbeiten. Sie ist genau wie Wachstum und Effizienz maßgeblich für nachhaltigen Erfolg. Das gilt auch für die Förderung von Vielfalt und ein effektives Diversity Management, und zwar nicht, weil es politisch korrekt wäre, sondern weil es sozial und geschäftlich notwendig ist. Wenn wir die S-Klasse der Automobilindustrie sein wollen, dann brauchen wir die besten Köpfe der Branche, unabhängig von deren Alter, Herkunft oder Geschlecht. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit Elke Tönnies-Werner und Sabine Maaßen nun auch auf der Arbeitnehmerseite erstmals zwei Frauen im Aufsichtsrat begrüßen dürfen. Heute steht zudem die Wahl von Andrea Zhang als dritte weibliche Aufsichtsrätin auf der Anteilseignerseite an. Damit wäre immerhin ein Viertel unseres Aufsichtsrats künftig weiblich besetzt. Auch bei unseren leitenden Führungskräften wollen wir den Frauenanteil weiter steigern, von aktuell 12% auf 20% Ende dieses Jahrzehnts. Gleichzeitig werden wir beim Anteil von Managerinnen und Managern nicht deutscher Herkunft zulegen. Niemand kennt das Geschäft in China oder Indien besser als Chinesen oder Inder. Deshalb haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Jeder zweite Teilnehmer unserer internationalen Nachwuchsgruppe soll künftig aus dem Ausland kommen. Bei all dem ist mir eines wichtig. Wie bei allen Veränderungen ist es auch über das Thema Diversity gibt es immer mal wieder Diskussionen. Wir denken, dass es gut ist, sie zu führen, aber nicht beim ersten Gegenwind gleich einzuknicken. Sicher ist, wer sich keine konkreten Ziele vornimmt und ihre Erreichung nicht regelmäßig prüft, der wird gar keine Veränderung herbeiführen. Nicht beim Thema Vielfalt, nicht beim Thema Integrität und nicht beim Thema Wachstum und Effizienz. Eine Konstante in unserer Personalpolitik ist die hohe Bedeutung von Aus- und Weiterbildung. Rund 2.100 Jugendliche haben im vergangenen Jahr ihre Ausbildung bei Daimler begonnen. Damit sind wir unverändert der größte Ausbildungsbetrieb der deutschen Automobilhersteller. Was mich besonders freut, gut 90% derjenigen, die ihre Lehre 2012 beendet haben, konnten wir konzernweit übernehmen. In unseren Werken lag die Übernahmequote sogar nahe 100%. Gleichzeitig fördern wir die individuelle Weiterbildung unserer Belegschaft. So kann beispielsweise ein qualifizierter Mechatroniker im Rahmen der Daimler Academic Programs seinen Bachelor machen, ein Diplom-Ingenieur kann sich zum Master in Green Mobility Engineering weiterbilden und so sein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Insgesamt bieten wir in diesem Programm rund 50 verschiedene nationale und internationale Abschlüsse an. Das ist einzigartig in unserer Branche. Wo es machbar ist, wollen wir aber auch jenseits unserer Werkstore positive Entwicklung anstoßen oder unterstützen. Oft nach dem Prinzip kleiner Beitrag, große Wirkung. Ein Beispiel dafür ist unsere Initiative Prozent, die wir vor anderthalb Jahren auf Vorschlag des Gesamtbetriebsrats gestartet haben. Prozent ist ein Förderfonds, in den unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland die Centbeträge spenden, die auf ihren Lohnzettel hinter dem Komma stehen. Für jeden auf diese Weise gespendeten Cent gibt unser Unternehmen einen zweiten dazu. Mit dem so gesammelten Geld fördern wir gemeinnützige Projekte auf Vorschlag unserer Belegschaft. Die erste Bilanz ist sehr gut. Bisher haben wir 120 Projekte mit einer Gesamtsumme von 750.000 Euro gefördert. Dabei konnten wir einem Waisenhaus in Kenia ebenso helfen wie Obdachlosen in Stuttgart oder einem Förderverein für therapeutisches Reiten in Bremen. Viele weitere Beispiele für das gesellschaftliche Engagement von Daimler können Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Nachhaltigkeitsberichts nachlesen. Wie immer erhalten Sie ihn an den Informationsschaltern, Ihr persönliches Exemplar. Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren, ich habe zu Beginn dieses Vortrags gesagt, der eingeschlagene Weg ist richtig. Wir müssen ihn aber auch gehen. Ich füge am Ende hinzu, wir werden ihn gehen. Unbeirrt vom Auf und Ab der Märkte, konsequent und beharrlich. Effizient wirtschaften und profitabel wachsen, das sind letztlich zwei Seiten derselben Medaille. Und nur wenn wir beide Seiten verlässlich zusammenbringen, werden wir schaffen, was wir leidenschaftlich anstreben. Ein nachhaltig wettbewerbsfähiges Unternehmen
mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen, eine Firma, die nicht nur S-Klasse baut, sondern auch S-Klasse ist, ein Investment, das Ihr Vertrauen, meine Damen und Herren, auf Dauer verdient. Für dieses Unternehmen arbeiten wir und ich bin stolz darauf, zum Team zu gehören. Ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Zetsche, vielen Dank.